Eins seiner anderen Werke, Babyface, hängt auch da. Ja, das war dann wohl Layers of Fear, so wie es aussieht. Es hat mir Spaß gemacht. Gegen Ende hin war es nicht mehr so erschreckend. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass gerade mal ja 16:40 Uhr ist und ich um 14 Uhr damit begonnen habe, diesen abschließenden Teil zu spielen oder die abschließende Session zu spielen. Davor waren es mal einmal 19 Uhr, einmal 20 Uhr, war halt ein bisschen dunkler. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich nur daran lag. Vielleicht hat es seinen Gruselfaktor irgendwie verloren, nachdem ich mich so ein bisschen daran gewöhnt hatte, nicht mehr ganz so angespannt war, was mich hinter jedem Eck erwarten wird. Das ist vielleicht gut möglich und dadurch gab es ja immer noch ein paar Jumpscares, weil die überraschend kamen, aber die leichten, ja, Schreckmomente, die mich vorher auch haben, doch leicht zucken lassen, ganz dezent, die haben mich jetzt kaum noch wirklich gerührt. Oder ich bin abgehärtet nach, mal grob, 2:45 und dann nochmal, ja, nach 3,5 Stunden würde ich sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Egal, genug gelabert. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen auch Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, wieder oder weiter beim anderen Projekten euch als Zuschauer zu sehen. Gut, jetzt bei Twitch war nicht wirklich viel los, aber der eine oder andere YouTuber wird es sich vielleicht anschauen oder bei Twitch in den Videos. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und an alle bei YouTube, die es können, hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen hoch, hinterlasst ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten heißt's bis bald, bis zum nächsten Mal. Ich lasse euch jetzt noch den Abspann anschauen, macht die Facecam aus und ja, habt eine schöne Zeit. Tschüss!